Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ja, wir haben das letzte Mal das Anfangshaus sozusagen einrichten. Wir werden dann hier noch auf der hinteren Seite ein bisschen breiter bauen und runter und dann hier so bis nach hinten. Und ja, das Haus vielleicht noch ein bisschen, ja. Muss jetzt schauen, ich will es nicht so viereckig machen. Also ich will es rund machen. Vielleicht ein bisschen länger, also in diese Richtung noch. Dann mal schauen. So, wir haben das letzte Mal noch gesagt, wir wollen die Schafe noch hierher bringen und umzäunen. Das werden wir jetzt schon mal machen. Dann haben wir auch Schafe, also Wolle. Können wir aus Wolle irgendwas machen? Da können wir recht viel machen. So. Für genügend Holz sorgen. So. Dann haben wir da hinten eine Workbench. Machen wir jetzt eine daraus und machen dann eine Weide. Ah. Nein. So. So. Schweine müssen wir dann halt mit der Portal Gun hier herbringen. Aber ja, die brauchen wir auch nicht so schnell lange. So, du blöder See, du gehst jetzt mal zu. Einfach mal hier ab hier. Mal ein bisschen weg. So, Schaufel. Jetzt müssen wir schauen, wie wir die Schafe dort über den See bekommen. Weil sobald sie drin sind, geht es Ewigkeiten, bis sie wieder draußen sind. Ist nicht so gut. Da müssen wir noch warten. Sollen wir noch warten? Ich will nicht, dass da noch Monster reinkommen können. Wenn zum Beispiel ein Creeper drin ist und wir dann nicht an den Creeper rankommen, müssen wir rein und wenn der dann explodiert, ist nicht so gut für die Schafe. Dann hier jetzt mal ein bisschen weg noch. So. Können wir eigentlich jetzt auf Reisen gehen? Wir haben eigentlich das Haus so weit gebaut, wie ich wollte. Eigentlich wollte ich es noch ein bisschen weiter, also vor allem meinen Lagerraum noch machen. Aber, ja, es gibt halt einfach wichtigere Sachen und auch Sachen, die ein bisschen mehr Spaß machen, als nur mit Holz zu bauen oder so. Auf jeden Fall möchte ich dann, wenn wir dann, ja, recht weitermachen, das Holz, das meiste Holz mit Stein ersetzen. Einem schönen Stein, das wir dann suchen müssen eben. So, aber wichtiger ist jetzt noch kurz uns um die Kühe und Hühner kümmern. Oh Mann, oh. So. Ja, mehr haben wir nicht Weizen. Dann mal Weizen und Weizenkörner für die Kühe, für die Hühner. Oh, Nachzucht. Sodele. Ja, da kommen wir nicht drüber. So. Ja, irgendwie haben die Kühe irgendwie
Ein Glitch am Hals. Glitchen immer durch. So. Ich hoffe, dass mit den Hühnern alles klappt, weil die Hühner dann sonst überall herumkreisen. Ja, machen die Kühe eigentlich auch, aber solange sie nicht in außerhalb dann sind. Ja. So, hier können wir eigentlich alles lassen. Oh, ein Ende. Boah. Ah ja, genau, jetzt weiß ich, was ich hier wollte. Diese Kiste noch mitnehmen, aber wir haben so wenig Inventarplatz. Wir haben eine graue Wolle. Nehmen wir den blauen Schiefer noch mit. So. Genau. Dann gehen wir wieder zurück zum Haus. Ich muss mich jetzt auch umgewöhnen, nicht mehr hier hinzugehen, sondern ins Haus zu gehen. So. Also, mal den Schiefer weglegen. Die Wolle, die Erde, die Wolle. Dann hier können wir mal die Zäune hinlegen. Die Eier. So. Nein, du nicht. So, Beeren, Apfel, Rosinenfleisch, Weizenkörner. Und alles sonst hier. Nein, hier hin. So. Redstone kommt hier hin. Gut. Ja. So. Wie lange haben wir noch? Ja, nicht mehr so lange. Ja, eben, wir kümmern uns. Wir holen jetzt mal mit der Schere noch ein bisschen Wolle und übernachten dann dort. Weil wir hier kriegen wir die Schafe niemals durch und gehen dann auf große Reise. Also. Geht wieder sehr lange. Ja, mit der Wolke, also die Wolke ist für nichts zu nützen, einfach irgendwie zum etwas bauen aus. Eine fliegende Insel mit Wolke und dann oder so. Das ist, glaube ich, von Natura. Heißt es Natura? Ja, ich glaube, ist der Mod. Hier haben wir Maxylit. Ja, ein schwarzes Haus ist jetzt nicht so das Beste. Marmor müssen wir uns merken. Das müssen wir uns merken. Marmor ist sehr interessant. Besser als Quarz. Ich hoffe jedenfalls. Aber Quarz ist natürlich auch cool, aber für ein Haus eher so ein bisschen zu römisch, also so ein bisschen zu klassisch. Da haben wir die, ja, die Schafe haben noch kein Fell. Aber wir haben sicher, ja, dort oben haben wir neue Schafe. Gut. Oh, Granit, denke ich mal. Speckstein. Specksteinhaus, ja. Da müssen wir eine Metzgerei draus machen, das muss sein. Aber sicher nicht bei meinem Haus, denn ne. Oder unserem Haus am besten. Wir könnten für jeden tollen Abonnenten ein Zimmer machen. In meiner Luxuriösen Villa. Schönes Zimmer nach Wunsch. Ja, das wäre was. Ich bin ja einer, der sehr gut zu meinen Abonnenten ist. Und jetzt halt alles auch mal zuerst wieder. Ja, die Leute natürlich wieder aufmerksam machen.
Es ist längere Zeit halt her, weil ich schlechtes Internet hatte und mir ging es ja nicht so gut. Aber jetzt starte ich wieder mit meinem Let's Play sein machen. Und ja, binde jetzt meine Abonnenten natürlich viel besser an meinen Kanal, dass sie nicht mehr inaktiv werden, weil es nichts mehr kommt oder so. Viele haben mich auch deabonniert, aber ja, das würde ich auch machen, wenn ich jetzt wirklich keinen Bock mehr auf ein Let's Play hätte oder so. Ist natürlich klar, was nützen Abonnenten, also was nützt es einem zu abonnieren, wenn er keine Videos mehr bringt. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall auf die Ersten, die richtig Kommentare schreiben oder liken. Auf jeden Fall ist einer schon da. Manche Videos haben einen zweiten Like bekommen. Und das finde ich richtig toll. Richtig nett. Dankeschön. Und so kann ich dann auch sehen, dass es euch gut geht sozusagen. Oder wenn ihr meine Videos schaut. Weil die meisten Let's Player, vor allem fast jeder Kanal, leidet an diesen nicht Inaktivität, sondern einfach Passivität sozusagen. Dass die Abonnenten oder nicht mal Abonnenten einfach die Videos schauen, nichts machen, oder? Es ist jedem überlassen, ob er liked, Kommentar schreibt oder sonstige Sachen macht. Aber es ist halt nun mal so, man will sich halt auch nicht anstrengen, man will das Video schauen, fertig. Oder? Und das ist auch gut so, das ist natürlich normal so. Und die Interesse, also man kommt halt auch nicht so schnell die Interesse. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen neuen Let's Player sehe, der mir echt gut gefällt. Ich bin jetzt auch nicht so einer, der sagt, ja, jetzt den muss ich unbedingt so schnell wie möglich abonnieren und ihn so gut anschreiben wie möglich. Ich habe vor allem uralte Let's Player oder Leute, die einfach noch bodenständig sind und nicht direkt sofort alles mit Werbung zumüllen, also die ganzen Video oder ja, Thumbnails machen mit roten Rundum, also Strichel, Kreisen. Ich bin einer, der ja, die Let's Player zuerst ganz genau anschaut, also vielleicht 20, 30 Videos schaut, bevor ich sage, ja, dann abonniere ich mal. Ein gutes. Und das ist normal so. Aber eben, es gibt halt keinen Fortschritt mehr sozusagen, wenn die Leute schon so viele Abonnenten haben, dass sie gar nichts mehr abonnieren, nicht mal mehr liken, weil die ja, weil sie einfach zu viele Videos schauen und nicht so viel arbeiten wollen. Oder? Und dadurch leiden sozusagen die Kleinsten zu extrem und die Größten kommen zu großen Aufmerksamkeit. Oder haben auch Probleme, also sind so viele Let's Player, die jetzt lieber live streamen, damit sie auch Geld verdienen, ja, weil sie donaten und so Sachen. Finde ich auch gut. Aber eben, es wird alles so ein bisschen zu Marketing-Zeugs. Ja, Goal, Stretch Goal, yeah, alles Mögliche. Ich möchte Videos machen, ich will nicht Livestreamen. Und Livestream gehört etwas, das extrem depressiv macht. So richtig. Oh, jetzt sind wieder nur 20 Leute pro Tag, die meine Videos schauen und so. Und ich habe wirklich nicht viel machen können, als die ganze Zeit zu grinden oder die Leute zu beglückwünschen, dass sie mich abonniert haben, subscribed haben. Oh, cool. Und das ist schon ein bisschen schade um die Let's Plays und Livestreams. Dass alles so in eine falsche Richtung führt.
Naja. Ich bin nicht abhängig. Das ist das Wichtigste. Also ich fühle mich jetzt nicht, ich fühle mich jetzt nicht ohne Vorteil. Weil ich jetzt, ich bin zwar schon ein alter Let's Player, aber hab's nie geschafft, über 500 Abonnenten zu kommen und so. Ich gehöre auch zu einem Teil und fühle mich. Oh, feige, cool. Fühle mich nicht beuntervorteilt. Halt einfach. Ich finde es halt nicht schade, dass meine Videos nicht so eine Aufmerksamkeit bekommen. Ich finde es überhaupt nicht. Ich brauche keine 100.000 Abonnenten. Ich finde es sogar toll, dass ich 50 habe. Also 50 Aufrufe, 500 Abonnenten. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Schritt. Dass ich nicht einfach ganz aufhöre, nichts mehr mache oder so Sachen. Weil ich finde es auch toll, dass ich die Leute ohne Probleme mit einwirken kann in die Let's Plays. Das haben viel zu wenig Let's Player. Dass sie einfach die Community die Richtung vorgeben können. Also dass die Community mithelfen kann. Was interessiert ihnen? Wie kann man es gestalten und so? Und nach welchem Bereich kann man die Let's Plays und so richten? Ja. Und das finde ich auf jeden Fall nötig sozusagen. Bei einem Let's Player, der jetzt nicht genau der auf hunderttausende Abonnenten schauen muss, sondern vor allem viel Spielspaß, viel Freude, viele Freunde, alles Mögliche, viele Likes dann auch. Das kommt dann alles eher so. Und nicht 100.000 Abonnenten, die gar nichts machen. 100 Abonnenten, die so weit weg sind. Denen interessiert dann nur noch die Videos. Und eine richtige Community. Dann auch die Abonnenten belohnen, indem man einen Server aufmacht. Oder dann halt auch mal livestreamt, aber ohne dann die ganze Zeit irgendwie ignorant vor dem PC zu hocken und irgendwie ein Spiel spielen. Ja, das finde ich viel besser. Es ist eine viel bessere Richtung als Mainstream halt. Ja, wir sind voll. Toll. Aber haben Patterns. Wir haben Diamanten gefunden. Orange Wolle. Wow. Aber haben wir auch eine schöne Gegend hier. Aber wir haben noch keine Rucksäcke gefunden. Wir haben noch keine Portalgun gefunden. Und müssen leider wieder nach Hause. Wegen dem Platz. Na gut. Wieder ein Sumpf. Wow. Boah. Sind die gerade irgendwie ein bisschen falsch berechnet worden? Das sind aber speedy Tintenfische. Die waren schnell unterwegs, aber sind plötzlich danach verschwunden. Oh, bitte nicht noch abstürzen. Gut. Ah, wieder so ein Roguelike-Dungeon wahrscheinlich oder so. Aber es ist recht flüssig. Also, es ist ja flüssig, aber immer wieder diese kleinen Stoppe wie jetzt gerade. Das sieht man fast nicht, aber sie nerven halt ein bisschen. Das ist nur wegen den Chunks, weil so viel los ist.
So ein bisschen schade, dass es so viel Einfluss hat. Naja. Gibt Schlimmes. Ich finde es gut, dass es überhaupt so flüssig geht. Nach dem Mega-Dschungel und was war das andere noch? Ein Sumpf war noch eins. Die Ducks möchte ich gerne auch noch züchten. Und dann gibt es noch irgendwie so rote Hühner. Die sehe ich auch. Da haben wir mehr. Da haben wir wieder ein Metroid. Ein großer Baum haben wir noch. Ja, hier ist es gerade ein bisschen performance-lastiger wieder. Ja, wir könnten jetzt eigentlich die Sachen aus dem Metroid holen, aber erstens brauchen wir sie noch nicht ganz so schnell. Zweitens ist die Spitzhacke halt auch noch nicht verzaubert, dass es genug schnell geht. Also dann machen wir hier einen Waypoint und teleportieren halt uns nochmals zurück. Meteorit 1, so. J nochmals. Wir müssen zum Spawn. Wir haben immer noch keine Markierung gemacht. Wieso vergesse ich denn das auch immer? So. Schlafen wir. Sodele. Ja. Nein, das ist der falsche Weg. Der war doch im Osten. Doch ist er im Westen, okay. Ja, weil die Map mit rotiert. Habe ich da so ein bisschen falsch gemerkt, wahrscheinlich. So. Abelie, chinesische Abelie. So, dann sind wir dann gleich da. Da haben wir Schafe. Wir haben zwei Schafe hier, aber kein Weizen. Die können wir kurz dann noch holen. Na gut. Ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Was ist denn das? Blümchen, einfach farbige Blümchen. Okay. So. Ja, aber wir müssen nochmals auf Reise gehen. Ah, nein, nicht das. Das können wir rein tun. TNT können wir rein tun. Druckplatte. Knochen. So. Notizbuch. Da, die Kiste wollte ich das reinlegen. Genau. So. Nochmals Kisten. Jetzt können wir noch die Schere reinlegen. Eisenhacke. So. Und ja, ich mache jetzt auf jeden Fall mal Pause. Könnten wir noch kurz machen. Wir haben noch ein paar Minuten. Jo. Ich wollte ja noch Pineapples anpflanzen. Die Tiere füttern. Machen wir das noch kurz. So. Möchte aber nochmals die Hacke mitnehmen. Und ein bisschen mehr anpflanzen. Wollen wir das hier machen? So, es wird viel besser, wenn wir hier noch einen Platz haben. Müssen wir nicht immer so weit Ding und die wachsen dann auch besser. Sind
da nicht zu allzu weit entfernt. So. Ja, so weit müssen wir nicht, weil das nicht bewässert wird. So. Also. Viel Weizen anpflanzen. So, Baumwolle anpflanzen, machen wir da drüben, Potatoes nicht, der Pineapple noch. So, hier, da noch weg, so, dann haben wir noch Weizen, können noch ein paar Weizensamen hier draus nehmen. So. Gut, sonst ja, ein paar der Bären-Smoothie ist immer gut. So, Dele. Schön viele Kühe. Können wir ein paar schlachten, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, mehr als 11. Gut, also mehr als 10. Halt nur 2 Kühe. Ja, die können wir sonst noch nicht. Okay, gut. Dann haben wir es. Hühner, genau, wollte ich sagen. Zuckerrohr können wir noch, genau, können wir jetzt noch das Farum und dann ist der Part fertig. Wunderbar. Haben wir wieder 3 pro Tag, das geht so schnell vorwärts. Ich mache extra so viele, damit man einfach schneller dann die richtig guten Parts hat. Die Abenteuerparts in der Hölle zum Beispiel. Oder eben das Hausbauen mit Schüssel, mit Carpenter-Blocks. Mit Microblocks. Das wird toll. So, aber eben, es geht alles. Es ist extrem alles gestreckt, aber es ist vor allem für mich halt richtig spannend, so so einen Fortschritt zu haben. Also jetzt direkt nach dem zweiten Part schon alles zu haben. So. Gut, Wasser holen, bevor ich dann das nächste Mal wieder ohne Wasser irgendwie zu einem Lava-Fluss komme, den nicht gut überqueren kann. So, ja, haben wir alles. Und jetzt noch kurz die Sachen reinlegen. So, jetzt ist auch gut. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.